Und mit dieser herrlichen Aussicht begrüße ich euch wieder zurück bei Uncharted The Lost Legacy. Gerade auf die Statuen von, ich glaube, es war Ganesha am Klettern. Weil wir die Westgates endlich hinter uns gelassen haben und jetzt gucken wollen, ob sich der Stoßzahn tatsächlich hier verbirgt. So wie uns, ich würde jetzt nicht sagen versprochen wurde, aber wie wir uns erhoffen. So, wir müssen noch ein Stück höher und es wird immer ein Stück gefährlicher, je höher wir gehen. Ich glaube, ich habe einen Platz entdeckt, von dem wir uns zur Krone schwingen können. Nur noch ein bisschen weiter. Oh, shit! Vielen Dank. Schnell, kletter hoch. Ich rutsche. Okay, dann benutzen wir Chloe, Nadine jetzt einfach mal als Klettergelegenheit. So, dann gehen wir da hoch. Was sagst du? Beeindruckend. Ja. Oh, also. Wie kommen wir hier wieder runter? Irgendwie. Also da würden mir auch die Beine zittern. Ich habe zwar jetzt nicht so hohe Höhenangst, aber wenn ich dann so hoch stehe und dann auf so einem wackeligen kleinen Spalt, das wäre schon nicht so. Okay, einfach ganz vorsichtig. Oh, guck mal, da ist ein Symbol. Wirklich? Wann bist du das nächste Mal hier? Eben, manche Momente muss man festhalten. Wir können uns das Foto jetzt aber leider nicht angucken. Ist ja verständlich. Ne? So, okay. So, wo müssen wir denn hin? Au. Darüber? Irgendwo? Ich sehe gerade echt nicht. Oder da? Ach, da ist noch was zum Schwingen. Okay. Okay, das habe ich jetzt erst gesehen. Gut, dann nehmen wir doch das. Und hopp. Und hopp. Oh, okay, da habe ich den Weg da aber direkt gesehen. Ach, geschafft. Okay. Hui. So. Nadine kommt auch, das ist gut. Wir gehen schon mal weiter. Okay. Hier oben ist es stabiler. Beschrei es nicht. Eben. Das ist der fünfte Uncharted-Teil, sozusagen, den wir spielen. Wir wissen mittlerweile, dass wir oft irgendwo runterfallen werden, weil etwas unter uns zusammenbricht. Das ist unser Weg rein. Dank der persischen Armee. Danke, persische Armee. Und rein da. Was haben wir hier jetzt? Wow, guter Schuss. Die Perser hatten wohl ein Trebuchet. Ah, das ist eine Kanonenkugel. Das habe ich gar nicht erkannt. Trebuchet? Kannst du nicht einfach Katapult sagen? Wie jeder andere auch? Ein Trebuchet ist eine Form des Katapults. Es kann mit schweren Geschossen beladen werden wie dieses und sie weiter schleudern. Aha, das lernt man beim Militär? Hab's auf Wikipedia nachgelesen. Wie jeder andere auch. Ja. Da kann ich jetzt gar nichts gegen zu sagen. Okay. Es wird mysteriöser. Und wir müssen wohl nach unten. Ups. Vorsichtig. Langsam nach unten lassen. Unglaublich. Unsere alten Freunde. Parashurama und Ganesha. Freunde? Aus, als ob sie kämpfen. Wenn die Hindu-Götter keine Dämonen bekämpfen, kämpfen sie manchmal gegeneinander. Das ist kein fairer Kampf. Ganesha kämpft mit bloßen Händen. Hm, vielleicht einfach nicht sein Stil. Naja, den wurde auf jeden Fall nicht langweilig so. Ja. Ja, aber sieht beeindruckend aus. Ah, und da unten geht's anscheinend direkt weiter. Kann man nicht auch hier hochlaufen? Ich hänge gerade irgendwie fest hier. Nadine, du stehst manchmal ein bisschen im Weg. Aber nee, ne? Kann man nicht. Das Spiel lässt einen nicht mal irgendwie die Vermutung nahelegen, dass man da hoch könnte. So, da unten
leuchtet auf jeden Fall schon ein Schatz, den wir uns gleich mitnehmen. Fuck. Wahnsinn. Haben Sie das alles hier aus dem Berg herausgehauen? Sieht ganz danach aus. Naja, immerhin hat er mich hier wieder abgesetzt. Das ist voll dumm. Ich war noch ein bisschen so im Schwung und bin dann vorbeigefallen. So, aber dann nimm mal wenigstens den Schatz mal mit. Und dann, okay, da geht's anscheinend nicht lang. Sie haben die Tür versperrt. Hat ihnen auch nicht geholfen. Sie haben wohl nicht damit gerechnet, dass die Perser von oben kommen. Man sollte meinen, bei der dritten Invasion wären sie vorbereitet gewesen. Sie dachten wohl nicht, dass jemand sie besiegen könnte. Hochmut kommt vor dem Fall. Okay, noch ein bisschen Wasser. Eventuell dürfen wir uns jetzt auch eine Schwimmpartie vorbereiten. Weil hier geht's ja noch. Das Wasser ist hier nirgendwo wirklich tief. Na gut. Ich laufe einfach mal weiter, ne? Aber hier scheint nichts mehr zu sein. Okay, dann müssen wir da raus. Ach, ich hab's schon wieder vergessen, Leute. Das muss doch irgendwo rausgehen. Irgendwo geht's bestimmt einen Weg, Chloe. Da mache ich mir jetzt gar keine Sorgen. Boah, Nadine. Also manchmal gehst du mir auf die Nerven mit deiner im Weg Rumsteherei. Ah, guck mal hier. Ganz versteckt. Hier durch. Direkt hinter dir. Sieh mal. Rüstungen. Du hattest recht, Nadine. Scheinen sowohl die Hostale als auch die Perser gewesen zu sein. Die erste Verteidigungslinie. Nadine, wenn du so weit hinten bist, verstehen wir kein Wort. Aber gut. War das hier ein Grab oder? Das sieht eher so aus, hätten die hier gekämpft, sich getötet gegenseitig und dann ist das hier mit der Zeit zusammengekracht. Das sieht doch schon besser aus. Vielversprechender auf jeden Fall. Gut, gut. Hey, noch eine von diesen Türen. Aber die scheint schon offen zu sein. Zumindest sieht so aus. Mal sehen. Ja. Oh gut, das funktioniert ja. Zum Glück. Also, dass wir nochmal etwas suchen müssen. Ein wenig Licht zu haben. Wie in einer Krypta. Krypten und Begräbnisse sind nicht wirklich hinduistisch. Sie bevorzugen Feuerbestattungen. Das ist eine wunderschöne Zeremonie. Antyesti. In Sanskrit letztes Opfer. Opfer? Die Idee ist, dass unsere Körper nur geliehene Hüllen sind und sie zurückgegeben werden, damit sie anderen helfen. Ein hübscher Gedanke. Zu spät für diese armen Schweine. Das kann man wohl sagen. Weil hier sind eine Menge nicht verbrannt worden. Aber gut, das ist schon so lange her. Hier oben. Gehen wir weiter. Was zum Teufel? Oh Gott. Das war er. Ihr letzter Kampf. Ah, aber ihr Reich konnten sie nicht retten. Aber ihr Verlust ist unser Gewinn. Jetzt versteht man auch so langsam, warum dieses Kapitel die große Schlacht heißt. Also die Schlacht muss tatsächlich gigantisch gewesen sein. Der hier ist auch mitten im Kampf gestorben. Auch schön. Gut, ja, gehen wir weiter. Bleibt uns ja nichts anderes übrig, ne? Ist auf jeden Fall nicht allzu einladend. Nadine, hilfst du mir mal mit dem hier? Klar. Komm halt das Haus. Na bitte. Verzeihung. Tut mir leid. Wir sind sicher nah dran. Hoffentlich näher als diese Typen. Und hoffentlich enden wir nicht so wie diese Typen. Ja, falls ihr im Hintergrund so ein paar Schreie hört oder so weiter, müsst ihr mir verzeihen, aber heute ist irgendwie der Tag der Aufnahme. Meine Freundin sitzt im Raum weiter, uns trennt quasi nur eine Tür und sie nimmt da auch gerade was auf.
Und da sie allgemein auch ein lauteres Organ hat als ich, hört man sie meistens auch. Aber gut, solange es nicht stört. Mir bekannt vor. Das setzt hoffentlich nicht das Wasser in Gang. Nee, es ist jetzt was anderes in Gang, was mir gerade wieder in Erinnerung kommt. Ihr könnt es sicherlich schon ahnen, es ist wieder Rätseltime. Das ist mal was anderes. Was ist das alles? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es ist ein Sperrmechanismus zum Öffnen dieser Tür. Okay, da links haben wir Shiva, der Parashurama die Axt gibt. Und hier rechts haben wir Parashurama, der Ganesha den Stoßzahn abhackt. Warte, mit der Axt? Ja. Die Shiva, Ganeshas Vater, Parashurama geschenkt hat? Ja. Echt verkorkst. Familie eben. Komm, versuchen wir die Tür zu öffnen. Ja, in der heutigen Zeit werden die bestimmt bei mitten im Leben gelandet oder so. Das müssen wir wohl unterwegs rausfinden. Ja, so ein Rätsel kennen wir ja schon in ähnlicher Form aus Uncharted 3, wo man da auch so ein Gebilde mit Hilfe von Licht nachstellen musste, so ein Schatten, falls ihr euch erinnert. Das hier ist jetzt allerdings ein bisschen komplexer, weil wir müssen, diese verschiedenen Figuren müssen wir verschieben, was wir jetzt auch gleich mal sehen. Und wir müssen dann halt überprüfen, wie da gerade so die Schatten sind. Man sieht auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall schon ein Schatten richtig, der von der Frau. Aber alle anderen sind da wohl nicht so toll, deswegen mal sehen, was tätige ich das mal hier. Okay, das Teil wurde von mir weggeschoben. Sein Schatten auch. Ja, und ihr seht, so setzt sich das dann halt zusammen. Da muss man ein bisschen gucken, wie man das dann regelt. Versuchen wir das. Ich kenne die optimale Lösung jetzt auch nicht, das heißt, bei mir wird das jetzt auch wieder ausarten in Rumprobiererei. Aber das Schöne ist, falls es zu lange dauert, kann man ja immer ein bisschen schneiden in unserer heutigen Zeit. Auch wenn viele sowas nicht. Okay, ich muss sie alle ausrichten. Es sieht nach Spaß aus. Naja, Spaß würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen. Es geht mir eher auf den Sack. Ich kann jetzt leider gerade echt nur rumprobieren. Ich hoffe, das stört euch nicht. Aber wir haben eh nicht mehr so viel Zeit. Nee, jetzt habe ich es, glaube ich, komplett verkackt. Wobei, da sieht es gar nicht so schlecht aus. Gut, gucken wir uns die Dinger nochmal an. So, das scheint richtig zu sein. Dafür ist das hier das Ding in der Mitte. Das muss aber eigentlich nach da. Warte mal, wenn wir das nach da schieben. Jetzt? Dann ist der richtig, aber dann ist der wieder. Ne, das geht auch. Okay. Gut, damit hätten wir schon mal die Frau und den Elefanten bzw. Shiva abgedeckt. Die Axt hingegen. Das kann ein bisschen problematisch werden. Ah, ne, das passt sogar auch. Nur da passt es halt überhaupt nicht. Dann wird das Ding jetzt noch verschieben. Okay, jetzt haben wir alles bis auf die Axt. Welches Teil gehört denn noch zur Axt, was da ein bisschen im Weg ist? Ah, die beiden Dinger bilden die Axt. Okay, die bildet aber auch die Frau gleichzeitig. Ich hoffe, ihr erkennt das Dilemma, was Mini hat. Okay, also so wie ich das sehe, müssten wir theoretisch das Ding hier in der Mitte, also das hier, müssten wir in die Mitte bekommen. Das heißt wiederum, okay, Moment, ich probiere es. Wir müssen den Weg ja von dem Ding blockieren. So, das heißt, ich mache es mal so. Ich muss mir jetzt nur merken, wie ich es dann gleich wieder zurückkriege. So, dann haben wir das nämlich, genau, das haben wir dann in der Mitte. So, pass auf, dann kriegen wir das wieder nach da hinten. Ich glaube, das war's. Ach, ich hab's schon. Sie ist offen. Das war ganz. Okay, ich dachte, ich müsste jetzt noch mindestens einen Schritt machen. Aber okay, es hat geklappt. Ja, cool.
Haben wir das geschafft. Gut, dann würde ich sagen, war es das auch mit dem Part? Haben wir den noch gut beendet? Wir haben die Tür geöffnet und können dann im nächsten Raum gucken, was unsere Belohnung ist, ob es überhaupt eine gibt oder ob wir direkt in eine Todesfalle laufen. Das weiß man ja nie. Und ja, bis dann würde ich sagen, war es das erstmal und bis zum nächsten Mal. Bis dann.